Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Rundenstunde Crown Takers, heißt das kleine Spielchen hier, das ich mir heute mal angucken wollte. Ich habe das vor einiger Zeit mal ein wenig angefangen, darum steht hier dann auch Spiel fortsetzen bzw. neues Spiel. Ich erkläre das Ganze mal so ein bisschen. Hier hat man so seine Söldner, mit dem hier habe ich damals gespielt. Also man sieht, der hat nur 10 von 40 Punkte, also weit bin ich da auch nicht gekommen, um da eine Stufe zu schaffen. Da hat man drei Stück dann im Angebot und die anderen, so wie ich das verstanden habe, kann man dann nach und nach irgendwo freischalten. So, ich hatte damals mit dem Söldner hier angefangen. Dann hat dann jeder dieser Helden so ein bisschen, ja, zwei so Fähigkeiten, die er da am Anfang mitbringt. Ne? Der eine hier zum Beispiel, der kann dann besonders gut schießen, der hier kann auf zwei Leute gleichzeitig schießen und so weiter und so weiter. Und ich könnte jetzt sagen, Spiel fortsetzen oder neues Spiel. Muss ich mal gucken, wofür ich mich gleich entscheide. Und dann eine Ruhmeshalle kriegt man natürlich, wenn man möchte. Klar, bei Optionen kann man eine ganze Menge irgendwie rumschalten. Aber ich würde sagen, ja, ich hoffe, dass der mir das Spiel nicht überschreibt. Aber wenn ich jetzt ein neues Spiel mache, dann hätte ich auch zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, leicht, dann kann ich diesen Helden übernehmen, den ich schon mal gespielt habe und der eben nicht tot ist. Und wie hier unten zu sehen ist, den Bossgegner am Ende eines Levels muss ich dann nicht mehr besiegen. Normal ist dieser. Das, was man eigentlich normalerweise macht, auch da wird der Bossgegner am Ende des Levels immer wieder besiegt oder muss besiegt werden. Ja, ich habe mich jetzt gerade mal spontan dafür entschlossen, jetzt mal zu gucken, fortsetzen. Mal sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie weit ich war. Man hat so eine kleine Minikarte, das werden wir gleich sehen. Ja, das Ganze ist so Hexfeldartig hier aufgebaut. Warum das jetzt so wenig ist, weiß ich nicht. Ich glaube, mit M konnte ich auch die Komplettkarte drucken. Okay, ich bin anscheinend schon irgendwie in den zweiten Abschnitt gekommen und hier sieht man 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssten es sein bis zum Bossgegner. Ne? Einmal hier eine Karte für die Welt, Karte für den Abschnitt. Gut, jetzt kann man da noch so ein bisschen groß-klein machen, aber lassen wir das mal. So, dann habe ich hier mein Inventar. Habe ich so ein paar Tränke dann anscheinend schon gesammelt. Kann man auch in der Mülltonne schmeißen, wenn man es nicht braucht. Hier zum Beispiel Tuch, um meine Rüstung zu verbessern. Also man sollte da schon die Sachen irgendwo sammeln. Dolle Sachen habe ich nicht an. Sieht man, ne? Rüstungsrunen gibt es noch, die dann der Rüstung auch nochmal so ein bisschen Pep geben. Und ja, füge deine Ausrüstung Runen hinzu, um sie zu verbessern. Ich habe keine. Schlichtweg, das ist so. Ich besitze sowas nicht. So, das müsste ich sein. Glaube. Und da ist eine Herberge zur alten Eiche. Denke mal, dass ich von hier gekommen bin und in die Richtung muss ich marschieren und da steht so ein Heini, der mich nicht mag. So, kann ich mal gucken. Ihr seht eine kleine Reiseherberge, die bestimmt eine gute Möglichkeit ist, die Nacht zu verbringen. So, in der Herberge bieten sich viele Möglichkeiten. Söldner wird Kellnerin. Stutten. Mal gucken. Die verkauft mir Sachen. Wirklich viel Gold oder Geld habe ich sowieso nicht. Vier Gold hier oben nur. Zwei will die schon für. Was ist das? Auferstehungsschriftrolle. Kann einen Söldner wiederbeleben. Ich gebe das mal aus. Ups. Man weiß ja nie. Was macht das hier? Der Käse. Alles irgendwie, kostet irgendwie alles zwei, ne? Käse ist ideal, um der Gruppe stärker Ausdauer zurückzugeben. Heil zwei Lebenspunkte bei allen Gruppenmitgliedern. Zutritt zu fast jedem Ort. Schon nicht doof, ne? 5 LP, aber dann eben nur bei einer Person. Ich fände so einen Dietrich auch nicht schlecht. Ich kaufe den mal. Das war jetzt bestimmt ein Fehler. So, was kann ich denn beim Wirt selber machen? Zimmer mieten. Ich habe natürlich keine Kohle mehr. Und mein Söldner ist. Ah, okay. Jetzt kann ich Leute anheuern und ich, Dovi, habe natürlich keine Kohle. Obwohl ich die im Kampf bestimmt brauche. So ein Scheiß. Das ist aber doof. Töte 30 Feinde mit diesem Söldner. Aha, dann schalte ich anscheinend neue frei. Verbessere seine Waffe bis zum Maximum, rüste ihn mit drei Runen aus. Ja, was mache ich denn jetzt? Verscherbel ich der Kellnerin ein paar Sachen, damit ich was zurückkriege hier. Was ist das denn hier überhaupt? Trank der Eile. Tja, oh je, Moment.
Großer Gott, jetzt musste ich niesen. Oje. Jetzt irgendwie doof und der zahlte mir auch nur einen zurück. Ne? Ich gucke mal, ob ich den alten Spielstand laden kann. Ja, war klar, natürlich nicht geklappt. Denn wenn ich hier rausgehe, dann kann ich immer nur sagen, verlassen und speichern. Und das war es dann eigentlich. So, was haben wir denn hier? Theogal. Hallo Fremder, darf ich im Namen von Pulus, was weiß ich, dem Gott des Lichts, um eure Hilfe bitten? Deserteure der königlichen Armee sind zu Banditen geworden und haben einen Tempel nicht weit von hier geplündert. Unglücklicherweise für sie haben sie eine Reliquie gestohlen, die die Mönche zu schützen geschworen hatten, und ich werde sie ihren schmutzigen Fingern wieder entreißen. Haha, werdet ihr mir helfen? Na, wieso nicht? Hab ja nichts zu tun. In dem Fall, lasst uns weiterziehen, Kameraden. Mein Glaube und meine Faust werden Berge versetzen. Oh, mal gucken, was das hier wird. Wer ist das? Ach, das bin ich dann. So, was haben wir denn hier noch für Sachen? Das ist ein Schmied. Kann man dann ja eigentlich seine Sachen dementsprechend verbessern. Kann ich ja mal reingehen. Er hat 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag geöffnet. Toll. So, was kommt bei Händler? Hier haben wir Runen, die man kaufen kann. Ich habe natürlich keine Kohle, habe ich ja gesagt. Können wir so gleich wieder zumachen. Und beim Schmied. Ja, Eisen vom Schmied verwendet, um deine Waffe zu verbessern. Habe ich auch alles nicht. Rüstung, brauche ich hier Leder. Ich habe doch nur diese Stofffetzen. Dieses Tuch, ist das ein Scheiß. Nun denn, irgendwie fehlt mir das alles, ne? So, dann gehe ich da raus, gucke mal hier auf der Karte. Ich bin hier unten und da muss ich wohl zu dem Tempel hier unten rechts auf meiner kleinen unteren Karte hier. Das heißt, ich halte mich auch rechts. Ne? Gucken wir mal, dann marschiere ich mal hier so ein bisschen hin. In die Richtung. Denke ich. Oh, Backe. Wölfe. Da hinten sind 3 Wölfe. Noch schlimmer. Naja, zeigen wir mal so einen Kampf. Ich renne mal drauf auf den hier. Für Ablenkung sorgen. Ja, das kann man dann auch versuchen. Hier, ne? Kostet aber gleich wieder Geld. Hier gibt es nichts umsonst in dem Spiel. So. Kämpfe sind eigentlich auch nicht so schwierig. Ich muss jetzt irgendwie ran. Ich bin ja ein Nahkämpfer. Muss also da irgendwie hin und dann kann ich auf dem drauf rumkloppen. Puff. Habe ich Glück gehabt, dass der Wolf nicht viel konnte und dass es nur einer war. So, ein paar Pünktchen habe ich bekommen. Der Weg ist frei. So, ich nehme alles. Aber das Tuch habe ich ja schon gesehen. Bringt mir beim Schmied irgendwie gar nichts. Aber diese Stärke bis zum Ende des Zuges. Warum nicht? So, mal gucken. Gehen wir mal da hin. Was sagt mir der Wachturm? Sowas kenne ich auch noch nicht. Ein imposanter Turm ragt neben dem Pfad auf. Er gestattet es der Garnison, das Umland zu überwachen und dient auch als Lager. Ach so. Jetzt kann ich den intensiv durchsuchen oder da rasten, damit es mir besser geht. Was mache ich denn jetzt? Könnt ihr mal nochmal Stunden suchen. Mal sehen, was habe ich denn gefunden? Vermeidungsschriftrolle. Erlaubt es einen Kampf zu entgehen, bevor er beginnt. Das ist doch schön. Eine Waffenrune. Das könnte ich doch gleich mal beim Schmied draufhauen, oder? Macht unsichtbar. Du kannst nicht angegriffen werden und erleidest keinen Nahkampfmalus. Das nehme ich. Jetzt gehe ich mal zum Schmied zurück. Das ist doof. Und jetzt müsste ich eigentlich gucken. Was ist denn das für eine Rune hier? Waffenrune. Warum kann ich die denn nicht drauf machen? Um sie zu verbessern. Moment. Ging das nicht irgendwie? Da muss ich noch mal ganz kurz schauen, wie das ging. Das habe ich, glaube ich, irgendwie vergessen. Weil irgendwie habe ich es ja drauf bekommen. Muss ja gegangen sein. Nicht wahr? Gut, kläre ich eben für mich. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich meine Waffe erst auf Stufe 1 erhöhen, damit ich da eine Rune drauf basteln kann. War also nichts zu machen. So. Hier komme ich irgendwie nicht weiter. Da ist kein Weg. Kann ich eben. Muss ich doch tatsächlich hier außen rum rennen. Finde ich echt scheiße. Jetzt muss ich mich mit den Wölfen da kloppen. Fällt mir gar nicht. Bestimmt gehe ich drauf. Oh, Backe. Oder? Hier, ja, ich muss dann irgendwie da nach rechts. Ugh.
Weglaufen, was ist das denn hier? Das Heulen bedeutet wohl, dass Ort in der gleichen Reichen Versteckwille der Tiere ist. Ich benutze mal diese Schriftrolle. Mal sehen. Kann ich also im Grunde genommen an denen vorbei, ohne jetzt zu kämpfen. Und hier haben wir eine Hütte. Im bleichen Licht des Mondes erkennt ihr ein winziges Häuschen nicht weit weg und nicht weit vom Weg. Das völlige Fehl von Möbeln und die Spinnennetze an den Wänden, dass das Gebäude seit einiger Zeit unbewohnt ist. Soll ich es trotzdem durchsuchen? Ach komm, ich durchsuche das 9 Stunden, ey. Was habe ich denn gefunden? Stoff kann zum guten Preis verkauft werden. Na denn. Der dann auch noch so ein bisschen Bewegungsreichweite gibt und Stoff. Vielleicht kann ich damit dann einfach irgendwie ein bisschen Geld oder das Geld verdienen, das ich brauche, um ja, irgendwie mir so die ein oder andere Sache dazu kaufen. Oder auch einen Söldner anzuheuern. Das wäre ja eigentlich nicht schlecht. Das könnte ich mal gucken, wenn ich zurückgehe. Ob ich das irgendwie erreiche, dass ich mir hinten in der Taverne. Wo war die denn, die Schenke hier hinten, ne? Das ist jetzt ein bisschen doofe Rumrennerei, aber okay. Ich guck mal. Bei der Kellnerin konnte ich ja Sachen verkaufen. Was kriege ich denn hier für 4 Gold? Naja, das ist doch gut. Dann könnte ich mir ja eigentlich einen Söldner mal mitnehmen. Stärke 3, kritisch. Was hat der nochmal? Der kann 2 Ziele gleichzeitig angreifen. Erhöht die Schussreichweite um ein Feld. Erlaubt Schüsse über Hindernisse. Muss abgebaut werden, um sich wieder bewegen zu können. Und was macht er hier? Schießt er auch, der gute Mann? Angriff, der getroffene Ziel zurückwirft. Trifft auch das Ziel hinter dem ersten. Okay, wenn es also mehrere wären, wäre es nicht schlecht. Beide haben 6 Lebenspunkte. Bewegung 2, 3. Bewegung Reichweite nur 1. Der ist hier wohl der richtige Schütze. Dann würde ich den doch mal anheuern. Und jetzt scheint das hier auch weg zu sein. Das heißt, ich hätte nicht beide anheuern können, so wie es aussieht. Was ist denn Gesang? In einer Ecke findet ein Wettsingen anzügliche Lieder statt. Weiter Sänger. Wahrscheinlich weitere Sänger sind immer gerne willkommen. Also ab und zu ist dann doch auch mal so ein Fehlerchen da noch drin. Wir können ja mal teilnehmen. Ich weiß nicht, was passiert. Die Stammgäste sind besser trainiert als... Scheiße, 2 Goldstücke weg. Gut, habe ich wieder was gelernt, was ich nicht tun sollte. Ja. So, jetzt müsste ich aber eigentlich... Was ist das? Oh, da ist eine Höhle. Da sind die Wölfe, die sind ja... Die Höhle habe ich ganz übersehen. Könnte ich mir auch mal angucken. Als sie im strömenden Regen, Regen klein geschrieben, naja, wie gesagt, da sind Fehler. Dem Pfad entlang trottet, findet ihr den Eingang zu einer Höhle, in der ihr euch unterstellen könnt. Mit einem Blick auf seine korpulente Erscheinung erkennt ihr, dass der Fremde, der in der Höhle Zuflucht gesucht hat, kein Krieger sein kann. Die großen Kisten, die auf seinen Pferden und so weiter festgeschnallt sind, deuten auf einen Händler hin. Gucken, was hat er denn anzubieten? Eisen. Das wäre jetzt genau das, was ich brauchen würde, um meine Waffe aufzupeppen, ne? Silber, Gold, Tuch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Tuch eigentlich soll. Vielleicht. Ich habe da so eine Idee. Ich schließe das mal eben. Ich gehe mal ganz kurz noch zu dem Schmied. Und will mal noch was gucken. Eisen brauche ich hier. Und bei ihm hier ist es auch Eisen. Hier sind 2 Tuch. Das ist ja das, was ich habe. Jetzt könnte ich das aufbessern lassen. Zack. Und jetzt habe ich hier automatisch einen Platz für die Rune. Das geht eben nur, indem ich das verbessere. Hier der hat einen Ring, trägt er. Da habe ich in meinen Ring das schon eingebaut, dass ich mehr Rüstung habe. Und die Dinger, die kann man kaufen. So, das heißt, ich würde 2 Eisen brauchen. Woher nehmen und nicht stehlen? Scheiße. Wie viel würde der? Der würde jetzt Leder brauchen als nächste Verstärkung. Aber vielleicht behalte ich das noch, falls ich nochmal einen dritten Söldner kriege. Und hier fehlt mir das Eisen. Wie
könnte ich das denn kaufen, ey? Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Ich gehe mal hier raus. Ach ne, Moment. Händler. Was würde der mir denn geben für so ein Tuch? Ein Gold. Ist alles irgendwie ein Gold nur. Das ist nicht das meiste, ne? Das hier kostet 3. Damit könnte ich mir aber ein Eisen kaufen und dann wahrscheinlich eine Rune einsetzen. Wie ich das sehe. Ich probiere jetzt mal total unsinnige Sachen. Jetzt laufe ich dann mal zu diesem Höhlenheini. Handeln mit ihm. Müsste ja ein Eisen sein, ein Gold habe ich. Schließe, laufe zum Schmied und probiere, dass er mir das einbaut. Alles klar, wir gucken mal, wie das so wird. Das hat jetzt auch alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich konnte mit dem Eisen das verbessern. Jetzt hier müsste ich nächste Verbesserung damit Silber machen. Und die Rune habe ich dann gleich reingesetzt für den ins Schwert. Ne? Das ja, größte Problem ist, so wie ich das sehe, Geld. Ich hätte das nicht für die Singerei, sondern zum Aufpeppen benutzen sollen. Aber was soll's, man wird ja schlauer. So, gehen wir mal weiter. Ich müsste eigentlich den Weg hier nach unten marschieren, um nee. Wo will denn der Typ hin? Das da oben ist mein Quest. Und dies hier unten scheint mir der Bossgegner zu sein oder so. Ich habe mich da, wenn ich das richtig sehe, total vertan. Noch eine Höhle. Gucken wir mal. Okay, selbe Text wie bei der anderen Höhle. Wir durchsuchen sie mal. Was finde ich denn? 3 Lebenspunkte bei allen. Eine Rüstungsrune mit 3 Lebenspunkten kann zu einem guten Preis verkauft werden. Schön. Guter Preis verkauft werden. Das ist nett, dann kann ich das gleich dem Händler verkaufen. Er gibt eine 3. Wunderbar. Und dies hier wäre Silber. Da haben wir Gold. Eisen ist dann futsch, so wie es aussieht oder so. Hat der Händler dann tatsächlich nur das, was er hat, und dann ist Schluss. Mehr kann man bei dem gar nicht holen. Dann probiere ich das mal. Dann kaufe ich mir da doch noch das und dann peppe ich den Typi nochmal auf. Mal gucken, das ist eine Rüstungsrune. Nee. Hätte ich gar kein Silber gebraucht, ne? Ja. Irgendwie komme ich gar nicht zu den Kämpfen. Wir gucken mal. Ich habe noch ein Gold. Hier konnte ich nur die Runen kaufen. Die sind aber teurer. So, beim Schmied. Was würde ich denn für Rüstung benötigen? Leder, das habe ich sowieso nicht. Habe ich auch keinen gefunden, der mir das verkauft. Aber er hier hat ja das, und bei ihm steckt sowieso schon eine +1 Rüstung drin. So, ich könnte bei ihm jetzt die Waffe aber trotzdem mal aufpeppen. Wenn ich eine zweite Rune finde für eine Waffe, dann kann ich die reinstecken. Und tja, die Rüstung. Wenn der zu mir gehört, Söldner. Ich hoffe ja nicht, dass die irgendwann verschwinden. Dann gebe ich dem einfach 3 Lebenspunkte dazu. Fertig. Okay. Machen wir das mal. So, jetzt stürzen wir uns in den Kampf, damit es endlich weitergeht. Ja, was ist zum Spiel zu sagen? Es ist nicht besonders teuer. Ich werde nochmal den genauen Preis recherchieren. Das schreibe ich dann in meinen Text. Und, der Wolfsherrscher. Oh, nee, da ist Abschnitt 3. Hey, Moment.
Das ist der Endgegner. Das ist ja jetzt verrückt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich meinen Quest denn hier... Kampfinventar, Fähigkeit, Runde beenden. Ne, mehr habe ich hier gar nicht. Naja. Okay. Ne, den Endgegner wollte ich eigentlich nicht machen. Dann gucke ich mir die Nekropolis doch hier an. Was ist denn mit ihm hier? Und wenn ich dann den Preis, wie gesagt, mal nachgeguckt habe, also ich denke, dass das eigentlich ganz nett unterhält oder so, soweit. Wie viele Abschnitte es dahinter letzten Endes gibt, wenn man da einmal durch ist und weiß ich nicht, aber man steckt doch ein bisschen Zeit da rein und wenn ich das dann hinter Stunden technisch irgendwie so umrechne, dann kostet eine Stunde Unterhaltung eigentlich nicht so viel. So, greifen wir mal an, mal gucken. Download-Content kaufen. Ah, guck an. Willkommen, Fremder, wenn du die Geheimnisse von Nekropolis entdecken willst, musst du die Zusatzinhalte für diese Region kaufen. Nee, bin ich noch nicht bereit. Kann ich auch mal recherchieren, was sowas kostet dann? Mir war gar nicht klar, dass es die gibt. In dem Sinne. So, jetzt könnte ich dann... Wenn das da das Ende ist, dann muss doch eigentlich der Quest wahrscheinlich in die Richtung liegen, ne? Das ist eine Burg. Das waren doch die Heinis, da war doch irgendwas mit Burg, oder? Die mächtige Burg vor euch wurde gebaut, um der Zeit selbst zu widerstehen und gehört offenbar einem reichen Lord. Nun müsst ihr herausfinden, auf wessen Seite er steht. Oh, ihr werdet dem Lord vorgestellt. Ihn herauszufordern ist ein tödliches Risiko, aber wenn ihr siegt, werdet ihr eine reiche Beute einfahren. Was machen wir denn jetzt? Reiche Beute klingt gut, ne? Tja, was schreit ihr denn gerade vor eurem Bildschirm? Kämpfen oder verlassen? Kämpfen, ne? Ei. 5 Lebenspunkte haben die. 15 zusammen, ich habe nur 16. Insgesamt. Welchen fange ich denn mal an? Jetzt mal eine Reichweite. Da ist der Bogenschütze. Vielleicht sollte ich den zuerst erledigen, weil der mir mit Sicherheit auf den Sack geht. So. Könnte ich mit dem... Kann glaube ich über 2 Dinger schießen. Könnte ich den auch einfach schon umbringen, ne? Zack, der ist weg. Nein, nein, das war falsch. Das wollte ich doch gar nicht. Ich dussel. Das war ein Fehler. Was will er denn hier? Nun befindest du dich im Kampf. Falls du Fragen zum Kampfsystem hast, der... Ne, da kann man sich das nochmal anzeigen lassen. Habe ich aber keine Lust zu. Mist. Was war denn jetzt? Naja, das ist mein Problem. Da wollte ich mit dem gar nicht hin, mit dem Fernkämpfer. Das war totaler Schrott, den ich da gemacht habe. Ich will mit dem eigentlich weg. So. Richtung auswählen. Weiter auf mich drauf. Scheiße, die können so weit laufen. Das ist so eine Kacke. So, der ist im Arsch. Geschafft, so gerade.
So. Was kriege ich denn? 6 Gold und teleportiere die Gruppe zum Beginn des nächsten Abschnitts. Ja, ich brauche ein bisschen Gesundheit. So, das ist das, was ich mir jetzt aussuchen kann. Beim Levelaufstieg will ich ein Leben mehr oder 7% kritisch mehr. Ich nehme mal kritisch. Der hat auch 7% Ausweichen. Ein Leben mehr. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal gucken. Das könnte er hier benutzen. Und sieht sonst aus. Naja, gehen wir vielleicht mal ein bisschen schlafen irgendwo, ne? Würde ich jetzt so sagen. So. Kann man bei der Burg eigentlich noch was machen? Sonst gibt es nichts mehr zu tun. Okay. Dann würde ich mich mal ausruhen. Vielleicht mal eine Runde schlafen. Was das hier allerdings immer soll, da muss ich eventuell den nächsten Levelabschnitt, wenn ich das verstehe, mit diesem Typi. Weil er zeigt mir an, ich muss durch dieses Tor, wenn ich eine Quest irgendwie erledigen will. Sieht zumindest so aus. Ja, hier oben sieht man es nochmal im nächsten Abschnitt. Kann ich den Quest dann erst machen. So, Wirt. Zimmer mieten. Wie, jetzt habe ich nur ein Lagerfeuer. Wie doof. Schließen. So, mal gucken. Hier oben Erschöpfung. Passt schon. Jetzt müsste doch eigentlich mein Typ wieder volles Leben haben. Hat er nicht. Er regeneriert also kein Leben beim Schlafen. Bisschen albern, ne? Oder? Halt bei allen. Das finde ich jetzt eigenartig. Müssen wir mal gucken. Die Kellnerin, hat die nicht irgendwie sowas? Was ist das denn hier? Flasche Wein regeneriert 5 LP für 2. Kaufe ich mal, nehme ich mal mit. So. Das mit dem Schlafen hätte ich jetzt irgendwie anders erwartet. Da oben habe ich zwar diesen Erschöpfungsbalken, ich weiß es aber nicht mehr, wie, wofür das dann alles so genau gedacht war. So, kann ich beim Schmied vielleicht noch was holen? Das da könnte ich plus 2 Stärke bis zum Ende des Zuges. Ach, das ist der Trank, 30% Chance, das Ziel zu betäuben. Das hier brauche ich für einen Ring, ne? Ich befürchte fast, dass Gucken, wen haben wir denn hier? Inia, der hat einen Ring, da ist das noch nicht drin. Zack, jetzt hat er ein bisschen Chance auf Betäubung. Bei ihm ist es hier, fügt am Ende der Runde einen Schadenspunkt zu. Der kassiert also immer einen und dann hat er aber 3 Rüstungen dafür mehr. Ob das ein guter Tausch auf Dauer ist, bei einem langen Kampf, wage ich zu bezweifeln. Na gut, das werden wir dann aber sehen. Na denn. So. Hat der Händler. Gehen wir mal weiter. Ich melde mich gleich mal wieder. Mach eine kleine Pause. So. Jetzt stehe ich den Wölfen gegenüber. Und man sieht schon, der hat 15 Punkte. Das ist schon. Boah. Weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Was habe ich denn hier? Hier habe ich verschiedene Tränke, die ich dann einsetzen kann. Stärke bis zum Ende des Zuges.
Wird ein kritischer Treffer. Das könnte ich doch mal testen. So, und jetzt steche ich den mal. 6 kritischer Treffer und dann haue ich gleich nochmal drauf. So, das ist jetzt Richtung auswählen. Ist die Frage, mache ich erst den großen kaputt? Probiere ich das? Auf den kann ich schießen, 100% Chance. Ich probiere erstmal den zu erledigen. Mit 2 Schuss. Das hat geklappt. Und jetzt flüchte ich so ein bisschen. In Richtung wäre die. So. Jetzt nehme ich den Schaden durch die Rune. Der Gegner ist am Zug, der wird mich angreifen. So, eigentlich nichts passiert, großartig. Oh, ausgewichen und minus 2 immerhin. Richtung ist da. Und jetzt könnte ich ihn erwischen. Super. War doch nicht so schwierig, wie ich dachte. Was habe ich denn gefunden? Also Silber von Schmied ist ja nicht verkehrt. 5 Gold kann ich brauchen. Plus 2. So ein Trank, den ich im Kampf verwenden kann. Jo, dann gehe ich jetzt weiter. Und dann könnte ich in Abschnitt 3 springen. Denn hier gibt es ja nichts mehr zu tun. Zur Hauptstadt Belim. So sieht's aus. So, was haben wir hier? Das ist einfach nur, da kann ich lang gehen. Hier ist eine Taverne. Mal sehen, was sie mir da bieten. Ihr seht eine kleine Reiseherberge und so weiter. Bestimmt eine gute Möglichkeit, die Nacht zu verbringen. Hier oben sehe ich das bei Erschöpfung. Das natürlich schon so ein bisschen wieder runter geht. Kartenspiel, oh, bestimmt eine scheiß Idee, wie singen. Ich guck mal, was die Kellnerin so anbietet. Was ist das? Eine wohlverdiente Rast. Ah, damit kann ich dann meine Erschöpfung aufheben, wenn ich unterwegs bin und nicht zu so einer Taverne zurückrennen will. Das ist die Auferstehungsschriftrolle, die habe ich einmal. Und hier 2 Lebenspunkte und das bei allen Mitgliedern. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was der Rest hier noch kann. Das waren nur Zimmermieten und Söldner. Da wird mir diesmal der angeboten. Ich denke, das werde ich brauchen, weil... Tja, weil die Kämpfe mit Sicherheit nicht einfacher werden. Vermute ich jedenfalls. Ich gucke mal, was ich mir hier jetzt so dann kaufe, was ich mir zulege. Und wenn ich dann gleich weiter renne, dann bin ich wieder da. Die Diebe habe ich recht schnell in der Stadt gefunden. Also hier unten in so einem Observatorium. Und da muss ich jetzt mal eine Runde kämpfen. Wollen wir mal diesem Theogal helfen. Au Backe, das sind aber viele. Aber Theogal kämpft mit, schon mal gut. Ja. Ich gehe mal da hin und dann bin ich angegriffen, ne? So. Jetzt probiere ich mal hier den Fernkämpfer zu erwischen. Da darf ich ja zweimal drauf schießen, dann könnte ja eigentlich der Theogel hier schon die nächsten angehen. Habe ich noch einen dritten? Tatsächlich. Ich habe noch einen dritten Schuss. Richtung auswählen wäre noch da. Ich weiß jetzt nicht, was der kann, aber... Der trifft den dahinter auch auf jeden Fall, weil er so eine lange Picke hat. Und er geht jetzt hier hin und senzt den mal um. Einer weniger ist aber gut. Und den hier kann er noch ein zweites Mal hauen. Und dann ist er auch weg. Hervorragend. Hier kann er laufen. Okay, Richtung auswählen. Habe ich getan. Der da oben, mein Mann. Verliert wieder einen Punkt. Er konnte ausweichen. Er wird zurückgestoßen. Ich bin am Zug. Er ist dran. Theogel.
Nicht so besonders kräftig, was er hier macht. Die Richtung geht nach da. Komm, versuchen zu erledigen hier. Zweimal. Gegenschlag. Gegenschlag ist gut. Nee, nee, ist gar nicht gut. Und das ist die Richtung, die ich auswähle. Jetzt muss der schießen. Die sind zu weit weg. Da muss ich vorrücken. Der ist kaputt. Richtung auswählen. So. Muss er hier rennen nach oben. Nehmen wir mal an, dass der aber zu spät kommt. Gelegenheit. Das heißt, okay, ich habe die Gelegenheit, den anzugreifen und wir haben gewonnen. Ziemlich eindeutig sogar. Der Einzige, der ein bisschen was auf die Glocke gekriegt hat, ist unser Questgeber. Aber das ist mir ja egal. Überall, wo das Böse sein Haupt erhebt, werden wir es gemeinsam abschlagen. Wenn ihr meine Begleitung annehmt, natürlich. Klar, den nehme ich doch mit. Guck an, so kriege ich also auch Leute, ohne dass ich die als Söldner anheuern muss. Ja, was hat er hier gekriegt? Ein Leben dazu. Was bringt mir eigentlich stärker? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mehr Schaden. Stärke. Ausweichen, ein Leben. Ein Leben bei ihm dazu. Der hat noch nichts. Was hat der für Fähigkeiten? Verteidigungshaltung bei Verwendung des Wache-Modus erhältst du einen zusätzlichen Rüstungspunkt. Für eine Runde, okay. Lockt Gegner aus drei Feldern im Umkreis an. Also wahrscheinlich mein Tank, der vorne steht und dann alles abfangen muss. Aber wobei, ich fand den vorhin schon ziemlich, fand den ziemlich anfällig, den guten Mann da. Okay. Leben haben wir alle vollzählig. Und gucken wir mal. So. Geht's denn hier weiter? Aha, was sind denn das alles für Sachen? Ich gucke mir das mal in Ruhe an und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, jetzt haben wir hier vor einer Burg einen ganzen Haufen Diebe. Ja, die wollen eine Runde Hiebe oder so, wenn man jetzt reimen möchte. Ich sehe hier drei blaue, zwei so grüne. Das grüne könnten irgendwie die Bogenschützen sein, nehme ich an. Ob hier oben dieses grün-rote mit dem Schwertchen über dem Wort Diebe irgendwas zu sagen hat, vielleicht ein Verhältnis, ein Kraftverhältnis darstellt, weiß ich nicht. Aber ich würde ganz gerne mal da rein. Ich versuche es, mich mit denen zu kloppen. Ob das jetzt gut geht, weiß ich nicht. Wir gucken uns das mal an. Bestechen hätte ich die können. Naja. Puh, 5 Gold, wo soll ich die herkriegen? Ich kämpfe mal. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich verliere. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das ausgeht. Das hier scheinen mir eventuell Fankämpfer zu sein. Oder? Der da oben mit 12 ist der Boss. Ich gehe mal hier hin und gucke, ob ich den... Ui, den hat es natürlich schon gut erwischt. Richtung auswählen. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich... Okay, auf die kann ich schießen. Probier das. Auf den nicht, der ist zu weit. Gelegenheit. Scheiße. Ausweichen. Habe ich auch noch nie. Und schon wieder Gelegenheit. Warum ist das Gelegenheit? Das verstehe ich nicht. Verstehe nicht, was mir das sagt. Gelegenheit. Ach, dann ist einer daneben. Der hat dann eine Gelegenheit anzugreifen. So funktioniert das. Okay. Ach nee, das mit dieser Gelegenheit mache ich mir ja alles kaputt. Dann haben die beide eine Gelegenheit und ich bin total im Arsch. Das ist doch, ach, das ist doch kacke. Das System hätte ich mal irgendwie kapieren sollen, ja. An dem komme ich nicht vorbei. Und den Kampf kann ich wahrscheinlich nicht neu führen. Tolle Sache, ey. So ein Scheiß. Da sind meine Leute gleich alle tot. Ja, das überleben meine ja nicht. Das ist ja Unsinn.
Der ist unsichtbar, der Dieb. Der ist Gegenschlag. Sonst hoffentlich ist er kaputt. Oh je, ist der tot? Wirklich tot? Meine tot wie tot? So, dann ist der bei ihm rüber. Der kriegt auch eine Gelegenheit, weil der rennt. Ach, der schmeißt Brandbomben oder sowas. Bums, ist der auch kaputt? Ich habe einen Mann verloren. Wie doof ist das? Ich will aber gar nicht, dass der jetzt. Will, dass der läuft. Das soll ich dir vorstellen. Und den stellen wir da hin. Ich möchte aber, dass er nichts tut. Da. Müssen ja eigentlich wieder auftauchen, die Hannis, ne? Da sind sie. Meinen Typi wiederbeleben kann. Steht nur K.O. Mit einem Todesröcheln geht der letzte Feind zu Boden. Heute ist offenbar nicht euer was letzter Tag gewesen. So, jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie geht's hier meinem Typi? Dem geht's kacke. Ich bin auch irgendwie ziemlich erschöpft. Der muss den benutzen, ne? Okay. Und war nicht noch irgendwo ein Apfel oder ein Gammelkäse oder sowas? Der glaube ich, ne? Der hat 0 von 7. Was denn? Ich möchte, dass der den benutzt. Wieso kann denn nur der den? Ich nicht. Irgendwie kann nur der einen Heiltrank benutzen. Hat gar keinen Sinn. Wieso kann der nicht und der nicht? Nein, den wollte ich doch nicht. Scheiße. Das ist Kacke hier gerade. Das ist ein echt ein Schrottsystem. Das muss mir mal einer erklären. Werdet dem Lord vorgestellt, ihn herauszufordern, ist natürlich so. Nein, will ich nicht. Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich muss doch erstmal ein bisschen mich ausruhen hier. Was ist denn hier die Kneipe gewesen? Hier vorne, ne? Dass ich auch nicht sagen kann, ich will bis hier hinten gehen, finde ich auch irgendwie das. Ey! So, man merkt, dass ich da gerade mit ein, zwei Sachen echt unzufrieden bin. So, jetzt müsste eigentlich vorwärts meine Freundin mir aus dem Schicksal gewogen sein. So, jetzt ist die Erschöpfung weg. Will ich mal gucken. Muss ich den Typen dann vielleicht
Auferstehungsschriftrolle. Muss ich den also erstmal wiederbeleben und diese Schriftrolle verbraten, bevor der... So. Drei HP bei allen Gruppenmitgliedern ist Unsinn. So, null Gold, tolle Sache. Jetzt kann ich ja im Grunde genommen losrennen und schauen, ob ich wo hatte ich denn diese Wiederbelebungsrolle überhaupt her? Kann ich mal gucken, ob ich diesen Lord herausfordere. Na ja, wir haben eigentlich nicht ganz so viele Lebenspunkte. Mal gucken. Also vorhin hat es mir ein bisschen das Genick gebrochen mit diesem Unterstützungsscheißer, dass ich dann so ungünstig stand. Das war schon doof. Ach, da kann ich nochmal schießen. War nett. Dann gucke ich in die Richtung. Der hier läuft vorwärts bis da. Rennt dann dahin und so. Na, jetzt kommt wieder dieser Gelegenheitskack, ey. Oh nee. Aber da muss man wohl einfach mit leben. Ich weiß es auch nicht. Wenn der vorgeht, müsste er ja auch eine Gelegenheit kriegen, ne? So, mal gucken. Wenn der Achter nach vorne geht, müsste ich doch irgendwie... Ach, der geht hinten rum, der Sack. Oh. So läuft das also. Jetzt gibt es aber Gelegenheit. Bums. Oh, wieso gibt es Gelegenheit, wenn von dem einen, wenn ich da weglaufe? Das ist ein bescheuertes Kampfsystem, ganz ehrlich. Das ist Unsinn. Ich dachte nur, wenn da einer mehr ist und nicht, wenn überhaupt, wenn ich mich von dem wegbewege, kriege ich einen auf die Schnauze. Das ist doch wohl albern. Erhöhe die Wahrscheinlichkeit, Gegenstände in der Natur zu finden. Okay. Jetzt müsste ich mal gucken, dass ich... Muss mal schauen, ob ich irgendwo was kaufen konnte. Gab es hier einen Händler? Nee. Was sollte der denn kriegen? Eine Stärke mehr? Macht er mehr Schaden, ne? Ja, warum nicht? Machen wir das mal so. Der müsste eigentlich wieder was essen. Dem fehlen zwei. Was könnte der denn futtern? Das ist wie Perlen vor die Säue, 5 Punkte und so weiter. Ist zu viel. Hier ist 3 für alle. Nee. Das lassen wir mal schön bleiben. Hier gab es einen Händler. Okay. Ja, gucke ich erstmal. Okay, da gab es also Silber und Gold. Was konnte ich beim Schmied denn nochmal? Was brauchte ich denn? Gold, könnte ich das machen? Der braucht auch Gold, der braucht aber Eisen und der braucht auch Eisen. Ne? Eigentlich brauche ich Eisen. Und Leder. Und Stoff. Toll. So. Ich weiß nicht, ob ich in dem Observatorium handeln konnte oder da hinten. Muss mal gucken, ne. War hier was drin? Auch nicht. Ganz, ganz toll. So ein Scheiß. Brauch was zu essen. So.
Dieses Ding werde ich mir kaufen müssen, die Auferstehungsrolle, sonst sehe ich da noch hinter echt alt aus. 2 LP, 2 für alle. Aber ich nehme mich, damit kann ich Gold schon wieder vergessen. Das ist eine wohlverdiente Rast. Da muss ich nicht irgendwo hin zurückrennen. Ach komm, ist egal. Wir gucken mal. Ich muss ja meine Erfahrung irgendwie sammeln. So. Dann müsste... Ah, das geht ja noch so. Der müsste mal was essen, ne? Kann der da futtern? So. War noch nicht die Welt. Dann könnten wir noch so ein... Den Käse habe ich nicht mitgenommen, weil ich ihn nicht kaufen konnte. Was ist das überhaupt? Tja. Da ist guter Rat teuer. Ich überlege gerade, ob ich was verkaufen kann, damit ich mir den Käse noch hole. Diesen Aktionspunkt, das trinke ich doch wahrscheinlich meinen Lebtag nicht, oder? Mal gucken. Was gibt er mir denn dafür? Okay, das handle ich und dann hole ich so einen Käse. Dann werde ich den Käse noch mal eben kurz futtern. Die sehen wieder ziemlich voll aus, die Jungs. Alles super. Okay. Was sagt meine Karte? Was habe ich bis jetzt aufgedeckt? Ich kann nur noch den Weg zum Ausgang gehen. Jetzt mal den nächsten Abschnitt. Also was auch hier ist, wenn Tage vergehen, werden die Gegner stärker. Das heißt, je länger ich mir eigentlich bei dem Spiel Zeit lasse, umso größer ist die Gefahr, dass ich hinterher tatsächlich einen auf die Glocke kriege. Ja. Da oben steht es ja gerade. Ein Tag ist vergangen und deine Feinde sind stärker geworden. Und da ganz hinten, machen wir uns nichts vor, du taugst nicht wirklich zum Ritter, du solltest besser und so weiter. Ich bin also zu langsam, um ans Ende zu kommen wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ziel des Spiels ist, so schnell wie möglich durch die Karte zu hetzen, um am Ende zu gewinnen. Also vielleicht hier so, wenn das die Weltkarte ist, um da oben bei diesem Schloss anzukommen. Und wenn ich zu lahmarschig bin, dann schaffe ich es nicht. Vielleicht ist das der Sinn und jedes Mal sieht dann die Karte, die Welt anders aus. Vermute ich jetzt mal. Das würde natürlich bedeuten, eine gewisse Wiederspielbarkeit ist dann da. Bestechen kann ich sie wieder nicht, habe ich alles ausgegeben. So, glücklicherweise nicht so viele wie vorher. Aber gut erwischt. So, dann würde ich vorschlagen, dass ich mit dem dahin gehe und dann mal in die Richtung nach unten gucke. Bogenschütze kann, darf, muss. Das ist gut. Das ist auch gut. Richtung auswählen. Wähle nach da. Jetzt geht der hier hin und sticht, ne? Müsste ich da vorstellen. Oh, da war ein unsichtbarer Sack. Da ist noch einer. Und ich sag, das sind nur so ein paar. Das sind gar nicht nur ein paar. Das sind eine ganze Menge. Diese Schweine, wollte ich sagen. So, den hat es jetzt aber erwischt. Bitte nicht, ey. So, jetzt müsste ich doch mal gucken, dass ich hier was trinke, oder? Geht das? Macht unsichtbar.
Es gibt Gelegenheit für den. Klar. Tolle Sache. Oh, beim Weglaufen auch wieder Gelegenheit. Das ist doch so scheiße. Dann habe ich hinterher wieder voll den Stress in den Backen, ey. So, hier unten war noch ein unsichtbarer. Vielleicht hätte ich mehr mit solchen Kräften da noch arbeiten müssen. Das muss ich mir alles mal genauer angucken. Werden beim Schmied, dann muss ich zu dem nochmal zurückgehen. Weil ich denn hier so langsam brauche ich mehr Leben, ne? Aber einfach. So, da waren noch diese Jungs bei der Rüstung. Oder braucht er ein bisschen? Ach nee, er nicht. Er war der, ne? Zack. So, mal gucken, dann müsste der doch eine Rune kriegen. Rüstungsrune. Hab keine andere, dann bauen wir die da mal ein. So. Wie sieht's denn aus? Hier fehlt uns das Leben, dem sowieso. Der Typ könnte ja eigentlich mal gleich das benutzen. 2 Gold haben wir noch. Den allen. Fehlt da noch was? Na gut. Was bietet der denn? Ach, der Ring, die Ringdinger kosten 3. Aber auch nur für Fernkämpfer. Macht also keinen Sinn. Na gut. Muss ich meinen Halbtoten hier mal ein bisschen aufpüppeln. Müsste ich eigentlich bei der Tante noch den Käse kaufen. Und dann sehen, was hinten in der Burg ist. Ach, der Käse war weg. Also. 2 kaufe ich noch so eine Wiederauferstehungsrolle. Man weiß ja nie, wofür das gut ist. Jetzt mal raus aus dem Gelände hier. Ja, für mich Zeit, so ein bisschen jetzt so ein Resümee zu ziehen. Ich glaube, wir nähern uns irgendwie der Minute 50 oder irgendwie so ganz grob oder sind über 50. Was habe ich denn hier gefunden? Käse ist auch gut. Guten Preis verkauft worden. Das ist prima. Ich finde es eigentlich insgesamt gesehen ganz unterhaltsam. Es bietet jetzt nicht ewig viel. Manchmal ist das ein bisschen nervig mit dem, oder unkomfortabel, finde ich, so mit dem Hin- und Hergerinne. Aber es kostet mich ja jetzt nicht irgendwie 5 Minuten oder so, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ich denke, das ist so im Groben eigentlich in Ordnung. Da will ich dann auch gar nicht meckern. Und wenn man das für einen kleinen Preis kriegt, dann kann man da seinen Spaß mit haben. Könnte ich mir auch gut, ich weiß gar nicht, das macht auf mich auch so ein bisschen den Eindruck, als wäre das mal so ein Tablet-Spiel oder sowas gewesen, dass sie dann irgendwie auf dem PC verfrachtet haben. Zumindest macht es so ein bisschen den Anschein. Ja, auch mit diesen Hexfeldern, auf denen man sich bewegt und so weiter, das könnte man auch eigentlich auch alles so mit dem Finger so klick, 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 klick machen. Ja, aber kommt drauf an, wer auf sowas steht. Grafik ist ganz knuddelig, ganz süß. Ist sicherlich für Kinder auch geeignet, oder man
muss vielleicht taktisch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, als ich das jetzt irgendwie gemacht habe bei diesen Kämpfen. Und man hat ja gesehen, wenn ich da irgendwie so auf Schild oder sowas noch stelle, so die Spezialfähigkeiten, die der Einzelne hat, ein bisschen mehr ausnutzen, dann ist das sicherlich sinnvoll. Und vielleicht auch einfacher von den Kämpfen, als das bei mir jetzt der Fall war. Denn ganz geschickt, glaube ich, habe ich mich da jetzt nicht angestellt. Ja, das wäre es eigentlich. Dann werde ich jetzt hier noch, auch da hinten ist dann der Bossgegner, werde ich jetzt so ein bisschen noch durch die Gegend eiern und versuche dann in den nächsten Teil dazu kommen. Würde ich aber dann jetzt selber sagen, okay, ich mache hier Schluss, weil da wird sich die Grafik vielleicht ein bisschen ändern, aber das Spielprinzip an sich ist ja eigentlich erkannt und ich glaube auch nicht, dass da jetzt 1000 verschiedene Sachen noch kommen, denn es ist ja immerhin schon die dritte Karte von, glaube ich, 7 oder so, bis man beim Ende ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass da die Überraschung bei Karte 4 kommt oder im Gebiet 4 oder irgendwie so. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, in dem Sinne dann, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und nächste Runde Stunde wird wieder dann eine andere Grafik werden. Also, bis bald und tschüss dann.